Wir stehen noch einmal auf, wenn ihr könnt, nehmen unsere Bibel und schlagen das Buch Ruth auf in Kapitel 2. Und zur Essenszeit sprach Boas zu ihr: Komm her und iss von dem Brot und tunke deinen Bissen in den Essig. Und sie setzte sich neben die Schnitter. Er aber gab ihr geröstetes Korn und sie aß und wurde satt und ließ übrig. Und als sie wieder aufstand, um Ehren aufzulesen, gebot Boas seinen Knechten und sprach: Lasst sie auch zwischen den Garben auflesen und tut ihr nichts zuleide. Und ihr sollt auch aus den Ehrenbündeln etwas für sie herausziehen und es liegen lassen, damit sie es auflesen kann, und ihr sollt sie deswegen nicht schelten. So las sie auf dem Feld bis zum Abend, und als sie ausgeklopft hatte, was sie aufgelesen hatte, war es etwa ein Epha Gerste. Und sie hob es auf und trug es in die Stadt, und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte. Dazu zog sie heraus, was sie übrig gelassen hatte, nachdem sie satt geworden war, und gab es ihr. Und ihre Schwiegermutter sprach zu ihr: Wo hast du heute aufgelesen und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der sich um dich gekümmert hat. Da sagte sie ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sprach: Der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Boas gibt dem Segen Gottes unter den Flügeln Gottes Hand und Fuß. Wir können förmlich spüren, wie dieser Segen greifbar wird für die Ruth. Und ja, Boas weist uns, die wir heute diesen Text lesen und ihn hören, er weist uns auf einen noch größeren Versorger hin, der später kommen sollte, nämlich Jesus Christus. Das ganze Buch Ruth ist eigentlich nichts anderes als das Evangelium von Jesus Christus, in dem uns ein Vorschatten gezeigt wird auf Christus selbst. Und das ist hier der Boas. Was zeichnet nun Boas aus als ein Typus auf Jesus? Also erstens, Boas gibt gerne, Jesus gibt gerne. Zweitens, Boas lädt zur Gemeinschaft ein. Dies wird auch hier in diesem Text sehr deutlich. Im selben Vers, den wir eben schon gelesen haben: Komm her, sagt er zu ihr. Komm her und iss. Was muss das für Ruth bedeutet haben? Wir kennen es selbst. Du wahrscheinlich auch. Bist neu in einer Klasse, einer Klassengemeinschaft, umgezogen nach Hamburg oder Schule gewechselt. Oder du kommst in eine Ausbildung, in ein neues Kollegium, bei der Post als Student. Als ich meine Briefe dort ausgetragen habe, war ich neu. Und wie froh war ich, als jemand kam und mich an die Hand nahm, jetzt nicht buchstäblich, aber mich freundlich begrüßte und mich in die Gemeinschaft der Kollegen eingeführt hat und vor allen Dingen mir Hinweise gegeben hat, wie ich schneller diese elenden Briefe morgens um 4 oder um 5 oder um 3, ich weiß nicht mehr, sortieren kann. Wie dankbar bist du, wenn du eine helfende Hand bekommst, jemanden, der eine Brücke zu dir baut und dich einführt in die Gemeinschaft. Das tat Boas hier. Komm her und iss von dem Brot. Am Morgen noch war sie unsicher, wie der Tag verlaufen würde. Zu ihrer Schwiegermutter sagte sie noch: Lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ehren auflesen, bei dem, in dessen Augen ich Gnade finde. Das ist noch sehr, sehr vage. Ich weiß nicht, ob ich Gnade finde und bei wem. Mal gucken und mal schauen. Und nun, im Laufe des Tages, hat Gott in seiner Vorsehung sie auf dieses Feld, dieses Boas gebracht, und der nun auch noch sie in die Gemeinschaft einführt, etwas Ungewöhnliches für eine moabitische Witwe, dass sie nun sich zu den Schnittern setzen soll. Was für ein wunderbares Zeichen der Gnade
und der Großzügigkeit Gottes. Und auch hier ist Boas ein Vorschatten auf Jesus Christus hin. Wir feiern nachher das Abendmahl. Es ist, als wenn Jesus uns auch einlädt, zum Tisch des Herrn zu kommen, die, die wir einst außen vor waren, die wir nicht zugehörig sind zu der Gemeinschaft der Gläubigen per Geburt, aber dann doch durch die Vorsehung Gottes mit dem Evangelium bekannt wurden und wir aus Gnade Buße tun durften über unsere Sünden und uns ihm anvertrauen durften. Und Jesus nahm uns bei der Hand und führte uns zu seinem Tisch. Und nicht nur zu dem Tisch allein, sondern in der Gemeinschaft der Heiligen. Wisst ihr eigentlich, was das für ein Geschenk ist? Ja, ich weiß, im Lockdown, wie viele Zuschriften habe ich bekommen, die ausgedrückt haben, uns fehlt die Gemeinschaft und uns fehlt das gemeinsame Feiern des Abendmahls. Warum? Weil es ein Privileg ist, dass Christus uns aufnimmt in die Gemeinschaft mit sich und mit den Heiligen. Zeichen wunderbarer Gnade und Großzügigkeit. Aber auch hier können wir schauen, was bedeutet das für mich, für dich in deinem Alltag, diese Großzügigkeit und diese Einladung zur Gemeinschaft umzusetzen. Wie handelst du, frage ich, auf deiner Arbeit, in deiner Schule, da kommen neue Leute rein. Denkst du vielleicht, es ist ein neuer Kollege, naja, den werde ich jetzt nicht gleich in die Geheimnisse des Betriebes einführen, weil es könnte ja sein, dass er eines Tages eine Konkurrenz für mich wird und der Chef ihn vielleicht mehr bevorzugt als mich. Es kommen Geschwister, ausländische Geschwister in die Gemeinde hinein, aus fremden Nationen. Was haben wir auch an Flüchtlingen hier bei uns? Lehnen wir uns zurück und sagen, na, Mensch, wir sind doch schon so viele hier. Oder reichen wir die Hand und sagen, du bist wie Ruth aus Moab, komm rein. Du suchst Schutz unter den Flügeln des Allmächtigen, herzlich willkommen. Boas, erstens, gibt gerne. Boas, zweitens, lädt zur Gemeinschaft ein. Drittens, Boas gibt im Überfluss. Vers 17, Ruth las, also sammelte, auf dem Feld bis zum Abend, obwohl sie viel Gunst in den Augen Boas hatte, hörte sie nicht auf, sondern zog das Ding durch, bis es dunkel wurde. Sie arbeitete, sie klopfte, heißt es, das heißt, sie trennte das Brauchbare vom Unbrauchbaren und sammelte so das Korn. Und am Ende des Tages war es ein Epha Gerste, das sind etwa 22 Liter, zwei große Eimer voll Korn, die kleine Ruth mit zwei Eimern voll. Mehr konnte sie vermutlich auch gar nicht tragen. Weit mehr als das, was sie erwartete, brachte sie am Abend mit nach Hause. Und wie ist es bei Jesus? Segnet er dich gerade so mit dem, was du zum Überleben brauchst? Wie viel Segen hast du, habe ich im vergangenen Jahr vom Herrn erfahren und bekommen? Mehr als was wir brauchen. Kleidung, Nahrung, Gesundheit, Sicherheit. Der Name des Herrn sei gelobt. Naomi fielen die Augen aus. Vers 18. Ruth hob es auf und trug es in die Stadt. Und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte. Morgens war noch nicht klar, ob sie Gnade findet. Und am Abend kommt Ruth mit mehr zurück, als sie brauchten. Sie kommt mit Überfluss zurück. Warum? Weil Boas im Überfluss gegeben hat. Das war ja nicht die Leistung von Ruth, sondern es war nur möglich, weil Boas sie segnete. Und so ist es auch mit Jesus. Er gibt dir mehr, als du brauchst, nicht weil es deine Leistung ist, sondern weil es seine Gnade ist.
Und so ist es auch mit allen geistlichen Segnungen. Wir können und wir dürfen, ja, ich würde sagen, wir sollen von Gott mehr erwarten und ihn nicht eingrenzen. Wir dürfen erwarten, dass Gott uns noch viel mehr im geistlichen Sinne segnet, als wie wir es bisher erfahren haben. Liebe Gemeinde, lasst uns träumen. Lasst uns nicht verrückt werden, aber wir dürfen Gott vertrauen, dass er mehr gibt, als wir am Morgen erwarten. Das sehen wir hier. Ruth kommt mit 2 Eimern voll. Und wir dürfen in der Gemeinde Gott vertrauen, dass er uns noch viel mehr segnet, als er es bisher getan hat. Wir dürfen im Glauben träumen. Wir dürfen sehen, wie Menschen sich bekehren. Wir dürfen sehen, wie wir Sonntag um Sonntag eine Taufe haben. Wir dürfen sehen, wie Gott durch seine Gnade Menschen aus dieser Gemeinde aussendet in andere Städte unseres Landes, um dort gesunde Gemeinden zu gründen. Wir dürfen in unserem inneren Auge sehen, dass Gemeinden entstehen, Menschen sich bekehren, dass das Evangelium unser Land durchdringt. Wir dürfen im Glauben annehmen, dass Gott uns in unserer Heiligung voranbringt, dass wir mehr und mehr verwandelt werden in sein Bild. Wir dürfen im Glauben auch annehmen, dass er deine Ehe segnen wird und deine Kinder segnen wird, für die du schon so lange gebetet hast, auch wenn du jetzt am Morgen des Tages noch nicht viel siehst. Gott ist in der Lage, mehr zu geben. Eimer voll. Und das war noch nicht alles. Dann heißt es weiter, dazu zog sie heraus, was sie noch übrig gelassen hatte. Hier, Mutter, 2 Eimer. Und die staunt. Oh. Und dann zieht sie aus der Tasche noch ihre Pizzabox raus. Das war das Essen, was sie nicht bei Boas hat aufessen können. Bitte einmal einpacken, hat sie zu ihm gesagt. Und sie zieht das raus und sie gibt es der Schwiegermutter und sie isst das auch noch. Naomi muss gestaunt haben. Da waren natürlich Fragen. Ruth, wie konnte das alles passieren? Wo warst du? Bei wem warst du? Wie haben sie dich empfangen? Was haben sie gesagt? Darfst du wiederkommen? Ja, Mutti, ich soll wiederkommen, bis die Ernte vorbei ist. Viel war zu besprechen. Und als Naomi diese, ja, wir können sagen, verbitterte Frau, die kürzlich noch zu den Einwohnern Bethlehems sagte, nennt mich nicht Naomi, sondern nennt mich Mara. Nennt mich nicht lieblich, sondern nennt mich bitter. Diese Frau, die das Empfinden hatte, die Hand des Herrn ist gegen sie ausgestreckt, schmeckt plötzlich die Güte und Gnade des Herrn. Sie sagt, als Hoffnung in ihr keimt und sie die große Hand Gottes sieht und sie spürt, dass unter den Flügeln des Allmächtigen wirklich ein Schutzraum ist, auch für Ruth und sogar für Naomi. Da sprach sie zu ihrer Schwiegertochter, Vers 20, gesegnet sei er, der Boas, von dem Herrn und jetzt, der seine Gnade den Lebendigen und den Toten nicht entzogen hat. Mit anderen Worten, der lebendige Gott hat mich, Naomi, nicht vergessen. Er hat mich gesehen in meiner Not. Er hat meine Schwiegertochter gesehen in ihrer Not. Und er verwandelt meine Bitterkeit in Freude. Und so soll es auch mit dir sein. Du bist heute hier mit allerlei Lasten. Deine Schuld drückt dich. Vielleicht bist du verzweifelt. Vielleicht bist du bitter. Die Botschaft heute ist ganz einfach. Suche deine Zuflucht bei Gott.
Berge dich im Schatten seiner Flügel. Das heißt, geh zu ihm im Gebet. Schütte ihm dein Herz aus. Ordne dein Leben. Sage, wie Ruth es sagte, dein Gott ist mein Gott. Dein Volk ist mein Volk. Glaube dem Herrn Jesus. Vertraue dich ihm an, denn er hat am Kreuz von Golgatha seinen Sohn Jesus Christus sterben lassen, damit wir Leben haben. Jesus sagt dir ganz persönlich, gerade jetzt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und dann ist Jesus noch nicht zu Ende. Er sagt weiter, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. So ist Jesus Christus, der bessere Boas. Wie schön ist es doch, im Schatten der Flügel Gottes zu leben und in der Gemeinschaft derer, die sich bei ihm bergen. Ruth und Naomi haben ihre Ruhe bei Gott gefunden. Beide suchten Zuflucht unter den Flügeln Gottes. Und das, ihr Lieben, wollen wir auch tun. Möge Gott uns helfen dazu. Amen. In den letzten beiden Predigten haben wir gehört, dass Ruth ganz nah bei Gott Zuflucht suchte. Gott segnete das und gebrauchte den Boas, um seinen Segen ganz praktisch werden zu lassen. Dies äußerte sich in drei Aspekten. Boas gab gerne, er lud zur Gemeinschaft ein und er gab im Überfluss. Ja, Pastor Wegert, können Menschen, die ihre Zuflucht bei Gott suchen, auch heute noch auf diese Weise den Segen Gottes erfahren? Erfahren und auch weitergeben. Boas steht ja, man kann so sagen, neutestamentlich für einen lebendigen Christen. Mhm. Einerseits. Und Christen stehen unter dem Motto von Gott her, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Mhm. Und als die verhärmte und arme Ruth zum Feld kam, hat er sie gesehen und er hat ihr sofort geholfen. So machen es Christen, wenn Menschen von draußen reinkommen. Sie sind offen und sie laden sie ein, auch in die Gemeinschaft, wie Boas es mit Ruth auch getan hat. Komm, hab Gemeinschaft mit mir und meinen Leuten, lass uns zusammen essen. Wenn Menschen von draußen kommen, sollen sie keine Außenseiter mehr sein. Sie sind eingeladen, in die Mitte auch der Glaubensgemeinschaft zu kommen. Und wie Boas es schließlich auch noch getan hat, am Ende, als dann der Tag durch war, hat er der Ruth noch oben drauf gepackt, so viel sie tragen und schleppen konnte. Als sie dann nach Hause kam, war die Schwiegermutter Naomi also ganz überwältigt. Und so kam sie mit der Fülle von Segen von Boas Feld. Und so sollen Christen auch sein. Sie haben Segen empfangen und sie geben ihn weiter. Sie sind nicht geizig, sie sind fröhlich und dem Menschen zugewandt. Oh ja, also richtige Boas-Menschen. Ja, richtige Boas-Menschen, ja. Nun haben wir in der Predigt aber auch gehört, dass das Verhalten von Boas nicht in erster Linie ein Vorbild für uns ist, sondern vielmehr ist sein Verhalten ein Bild auf das, was Christen bereits erfahren haben. Richtig, ja. Wie wir gesagt haben, Boas einerseits bildet er einen lebendigen Christen ab, wie er eigentlich von Gott her gedacht ist. Mhm. Und zum anderen ist der Boas ein Bild auf Jesus Christus. Ja. Er gewinnt nachher ja die Ruth zu seiner Braut. Und bis dahin ist er so, wie Jesus auch ist. Mhm. Jesus ist unser Boas. Er gibt uns nicht nur Segen im allgemeinen Sinn, sondern den Heilssegen, die Errettung, die Vergebung unserer Sünden. Und da ist der himmlische Boas oder auch der Herr Jesus auch nicht knauserig und knickerig, sondern er schenkt uns sein
Heil, seine Liebe, seine Barmherzigkeit in großer Fülle. Und wir können es kaum tragen, was Gott uns an Gnade erweist. In dem Herrn Jesus Christus, unserem himmlischen Boas. Das ist wahr. Boas steht für Jesus. Mhm. Nun hast du den ersten Punkt schon genannt, aber wie sieht es mit dem zweiten aus? Inwiefern lädt Jesus uns zur Gemeinschaft ein? Ja, das tut er, indem er einfach diesen berühmten Komm-Ruf uns schenkt. Mhm. Er sagt doch einmal, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Mhm. Wir dürfen zu Christus kommen. Die Ruth war ein abgewirtschaftetes Menschenkind. Sie hatte aus dem Heidentum keinerlei Hoffnung mitgebracht. Und so war sie innerlich zerstört und verunsichert, jetzt im fremden Land. Und der Herr Jesus ruft uns zu, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Jesus lädt uns ein, er ruft uns, er macht uns zu Kindern, ja, sogar noch zu Erben. Nicht nur, dass er nicht mehr uns Außenseiter sein lässt, sondern er ruft uns zu sich ganz an sein Herz und sagt, ihr seid meine Kinder und ihr seid auch meine Erben. Mhm. Gewaltig. Sehr gewaltig, ja. Und als Letztes haben wir auch gehört, dass Jesus auch im Überfluss gibt. Ja, ja. Christian hat in der Predigt zum Beispiel Johannes 10, Vers 10 zitiert. Dort steht, ich bin gekommen, sagt Jesus, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ja. Ist nur die Frage, bedeutet das jetzt, dass alle Christen reich, gesund und ohne Leiden sein werden? Ja, hier ist natürlich in erster Linie der geistliche Segen gemeint. Mhm. Natürlich, Christen können reich sein, Christen können arm sein, sie dürfen es auch, sie dürfen reich sein und Erfolg haben und gesund sein. Aber das ist nicht das Wesen der Gotteskindschaft und unseres christlichen Glaubens. Ob wir reich oder arm sind äußerlich, das ist eine Frage der göttlichen Vorsehung, was er uns in unserem Leben auch an Lebensweg und Biografie zugedacht hat. Das nehmen wir aus Gottes Hand. Aber was uns ganz sicher ist und eindeutig, dass wir geistlich gesehen als Christen niemals mehr arm sind, sondern Christus wurde arm um unseretwillen, auf dass wir reich werden in ihm. Und da spricht die Bibel vom Reichtum der Gnade, vom Reichtum seiner Barmherzigkeit, vom Reichtum seines Heils. Und das ist ganz gewaltig und das ist großartig. Ich freue mich so sehr, dass wir das den Menschen verkündigen dürfen, Andi. Ja. Im geistlichen Sinn brauchen Christen nicht mehr arm zu sein. Im materiellen Sinn kann das sein. Das ist nur vorübergehend. Mhm. Aber was die geistliche Ebene ist, sind alle Kinder Gottes reiche Leute, superreich, Millionäre, Milliardäre, Billionäre. Wir sind reich in dem Herrn unseres Heilandes, Jesus Christus, so reich wie der Himmel selber ist. Und diesen Reichtum, liebe Freunde, diesen Reichtum der Gnade, der Vergebung, der Liebe, der Hoffnung, Gott möge sie füllen mit Reichtum, Gott möge sie füllen mit Freude, mit Glück und Zuversicht, ja, mit lebendigem Glauben und Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus. Gott segne sie mit dem Reichtum seiner unendlich großen Gnade. Und das bildet den Boas ab. Oder Boas bildet das ab, was Jesus ist für unser Leben. Lassen Sie Jesus Christus alles sein für sich, in dieser Zeit wie auch in Ewigkeit. Gott segne Sie.